Der argumentative Hauptteil der Streitrede zwischen Sokrates und Protagoras in Platons gleichnamigem Dialog beginnt nach Protagoras Einführung mit einer weiteren Werbedarstellung des berühmten Wanderlehrers. Nachdem sich Protagoras eingeführt hat als derjenige, der vom Alter her gleichsam Vater aller Anwesenden sein könnte und sich durch dieses Senioritätsargument in eine superiore Position gebracht hat, die auch eine gewisse Kritik psychologisch erschwert. Nachdem dies also geschehen ist und Protagoras zugleich auch die Zielgruppe, den Resonanzraum seiner Rede ausgesucht und zugleich gefragt hat, ob die Anwesenden in ihrem kindlichen Ich oder in ihrem erwachsenen Ich in einem Mythos oder einem Logos in einer Langrede oder in einer Kurzrede angesprochen werden wollen. Danach gibt es eine weitere werbende Rede für den Beruf des Sophisten. Protagoras stellt nämlich sich als Sophist in eine lange imaginäre Traditionsreihe, indem er sagt, Homer und Hesiod und Orpheus waren bereits Sophisten. Sie haben sich zwar nicht explizit als Sophisten benannt, doch sie hatten das Wissen und die Kenntnis des Sophisten. Und sie suchten lediglich andere Ausdrucksweisen, um die sophistische Tätigkeit zu verbergen und um gegebenenfalls dann Verfolgungen von unwissenden Bürgern zu entgehen. Er stellt sich also nicht nur in eine Tradition mit berühmten Dichtern und Mystikern der Vergangenheit, sondern er behauptet, dass diese Berühmtheiten Sophisten waren und sich aus Furcht vor Verfolgung unter dem Deckmantel anderer beruflicher Professionen verstecken mussten. Damit macht Protagoras zweierlei in einer hochmanipulativen Art und Weise. Zum einen stellt er sich in diese berühmte Traditionslehre und Traditionslinie, indem er sich auf eine Stufe stellt mit Homer und Hesiod und zugleich mit Mystikern wie Orpheus, Gründern von Geheimlehren. Und da sowohl die Dichtkunst als auch die Geheimlehren und die okkulten Techniken im antiken Mittelmeerraum in einem sehr, sehr hohen Ansehen standen, hofft Protagoras durch die Bezugnahme auf diese berühmten Repräsentanten dieser Richtungen selbst mehr an Ansehen zu gewinnen. Das ist eine Form, die in der Psychologie als Selbstaufwertung durch Assoziation bekannt ist. Man nennt es mitunter auch evaluative Konditionierung, ein Effekt, der in der Werbung oft benutzt wird, indem man ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung mit Berühmtheiten in Verbindung bringt und somit einen positiven Effekt erzielt und das Ansehen dieser Ware oder Dienstleistung steigert. Etwas sehr Ähnliches versucht hier Protagoras. Bezieht sich jedoch ein Mensch auf einen anderen Menschen, der zufällig oder außerzufällig eine Berühmtheit oder Koryphäe ist in einem bestimmten Bereich, so gilt nicht nur die Technik der evaluativen Konditionierung, also der Aufwertung, sondern zugleich auch das, was wir umgangssprachlich bezeichnen als sich mit fremden Federn schmücken. In der Psychologie hat man einen anderen Ausdruck dafür. Man spricht von dem sogenannten Birk-Effekt. B-I-R-G, Birk-Effekt, das bedeutet abgekürzt Basking in Reflected Glory. Also man versucht sich einer Ansehensleistung anderer zu vergewissern und von deren Glanz und deren verdienten Lorbeeren etwas abzuhaben, indem man sich in eine imaginäre Verbindung mit ihnen stellt.
Meine Katze kennt die Katze von Karl Lagerfeld. Ich kenne den Babysitter von Madonna. Das sind vergleichbare, wenn auch natürlich mit einem humorigen Schmunzeln vorgebrachte Burke-Effekte, also die Versuche, sich durch die Reflexion von fremder Berühmtheit selbst aufzuwerten in der Gegenwart. Nichts anderes macht Protagoras. Er stellt sich durch diese evaluative Konditionierung und den Burke-Effekt in eine imaginäre Reihe mit Homer, Hesiod und Orpheus und will damit nochmals sein eigenes Ansehen erhöhen. Und das alles noch, bevor ein einziges Argument über die Tätigkeit des Sophisten oder eine Qualifikation, Beschreibung des Angebots der Sophistik überhaupt erfolgt ist. Wir sehen eine reine Imagepflege zu Beginn, um somit auch den hypothetischen Abstand zwischen dem Sender der Botschaft und dem Empfänger zu vergrößern. Self-Marketing ist schon in der Antike erfunden worden und ganz offensichtlich von Sophisten wie Protagoras. Doch hören wir genauer zu, was Protagoras erzählt. Denn allmählich nähert er sich in dem für ihn charakteristischen Langredestil, im Gegensatz zur Kurzrede Sokrates, dem eigentlichen inhaltlichen Kernthema. Was ist eigentlich Tugend? Ist die Tugend lehrbar? Was machen Sophisten? Protagoras erzählt zur Illustration dieses Sachverhaltes einen Mythos. Es ist ein Zivilisationsmythos, der seinen Zuhörern bekannt war, doch mit einer kleinen Variante, die Protagoras hinzufügt. Protagoras beschreibt, dass der Sophist insbesondere die Fähigkeit der Wohlberatenheit vermittelt. Durch den Umgang mit einem Sophisten lernen seine Schüler, seine zahlenden Disziplen deutlich, wie sie wohlberaten sein können in bestimmten Lebenssituationen, wie sie ihr Urteilsvermögen und ihre Unterscheidungsfähigkeit schulen und wie sie Kenntnisse erwerben, die sie im praktischen Leben und im rhetorischen Umgang mit einem Redegegner verwenden können. Doch inwiefern das lernbar und dadurch auch lehrbar ist, wohlberaten zu sein, in der Art und Weise, wie es der Sophist Protagoras beschreibt, das bedarf einer Erklärungsebene. Denn die Frage, kann man Tugend überhaupt lernen, ist natürlich eine berechtigte Frage, die zu dem Zeitpunkt des Dialogs noch mit keiner Silbe beantwortet wurde. Da Sokrates es dem Protagoras freigestellt hat, im Mythos oder im Logos zu sprechen, wählt Protagoras den Mythos, die Märchengeschichte, die analoge Bildgeschichte als Generalisierungsmedium von Erfahrungen. Und das ist psychologisch-strategisch bedeutsam, denn auf dieser imaginären, fantastischen Ebene werden die Zuhörer eher im Kind-Ich angesprochen als im Erwachsenen-Ich. Protagoras wählt also nach seinen Tätigkeiten des Self-Marketings, indem er sich in seinem Ansehen aufbaut, ganz gezielt eine rhetorische Strategie, die das kindliche Ich und die Fantasie und die Emotion stärker anspricht, als das Erwachsenen-Ich, den Logos und das Kritikvermögen. Der Mythos, den Protagoras erzählt, ist folgender. Protagoras berichtet, wie Prometheus, der Held der Urzeit, der Titan, den Menschen das Feuer brachte. Dieser Mythos ist sehr bekannt. Nachdem die Menschen das Feuer hatten, begann die Zivilisation, wie wir sie heute kennen, ihren Lauf zu nehmen. Die Menschen entwickelten immer mehr, machten immer mehr Entdeckungen, lernten nicht nur das Feuer, sondern alle anderen Elemente zu beherrschen. Sie entwickelten Werkzeug, sie verstädterten sich, sie entwickelten eine Form von Schrift, von Politik und von Gesetzgebung und so weiter. Doch es gab eine Problematik, sie waren uneins und unsicher. Zeus hatte ein Einsehen und schickte den Götterboten Hermes zu den Menschen. Und Hermes brachte als zwei Geschenke die Gerechtigkeit und die sittliche Scheu. Gerechtigkeit und sittliche Scheu verteilte Hermes
gleichmäßig unter den Menschen. Und mit diesen Gaben konnte die Zivilisation weitergeführt werden und konnten die Menschen die ersten grundlegenden Konflikte bewältigen, um ihre Kulturen stärker, durchdachter und auch stabiler aufzubauen. Gerechtigkeit und sittliche Scheu seien also laut Protagoras, indem er diesen alten Prometheus-Mythos etwas umformt, gleichsam Allgemeingut unter den Menschen. Und weil Protagoras zufolge jeder Gerechtigkeit und sittliche Scheu habe, sei die Tugend auch lehrbar. Denn nur unter der Prämisse, dass ein Mensch grundsätzlich gerecht sei und grundsätzlich sittliche Scheu habe, diesen Begriff kann man sinngemäß damit übersetzen, dass ein Mensch ein moralisches Schuldgefühl oder ein Gewissen entwickeln kann. Dadurch können auch Tugenden vermittelt werden. Und das ist gleichsam die psychologische Grundlage. Nun stellt Sokrates einige kritische Fragen an Protagoras. Fragen aus der Alltagswahrnehmung, die auch uns heute geläufig sind. Wie etwa, wie kann es sein, wenn die Tugend lehrbar ist, dass manche hervorragenden Eltern missratene Kinder haben? Oder auch das Gegenteil kann wahr sein, dass manche Eltern, die kein gutes Vorbild sind für ihre Kinder, sehr ehrenwert Kinder haben. Nun holt Protagoras etwas weiter aus, um diese Fragen zu beantworten und beschreibt, dass es ja gleichwohl sehr viele wirkende Einflüsse gibt, die auf ein Kind von der Wiege an auch einwirken, dass nicht nur die direkten Eltern, sondern im Grunde die gesamte Gesellschaft miterzieht. Er hat hiermit gleichsam einen Vorläufer unserer modernen Sozialisationstheorie. Wir gehen davon aus, dass es in der Sozialisation des Menschen viele unterschiedliche Einflussfaktoren gibt, nicht nur die Kernfamilie, die Herkunftsfamilie als solche, und dass von daher das alte Wort, dass ein ganzer Ort einen Menschen erzieht oder eine ganze Gemeinschaft Erziehungsarbeit leistet, sehr wohl wahr ist. Protagoras macht an dieser Stelle auch keine übertriebenen Versprechungen und sagt nicht, dass jeder beliebige Bürgersohn durch sophistische Schulung besonders tugendhaft werden kann. Er sagt nicht, dass Ausnahmebegabungen gleichsam trainiert werden können, sondern er sagt, dass jeder durchschnittliche Bürger ein ebenso mittelmäßiges Maß an Tugendverständnis erzielen kann. Für Protagoras ist es ganz klar, dass er keine Ausnahmetalente züchtet, sondern dass er nur ein allgemeines Mittelmaß, einen allgemeinen Standard an Tugend übermittelt. Das ist erstaunlich bescheiden, sieht man vormals diese sehr starke auf das Ansehen abzielende Selbstdarstellung von Protagoras. An dieser Stelle fragt Sokrates nach: Wenn nun angeblich die Tugend lehrbar ist, da jeder Mensch als Empfänger deiner Botschaften, Protagoras, die Gerechtigkeit und die sittliche Scheu als Grundlage der Gewissensentwicklung habe und insofern vielleicht nicht besonders tugendhaft werden kann oder eine Ausnahmebegabung werden kann, aber doch ein Mittelmaß an Tugend und Gerechtigkeitsverständnis erwirken kann. Wenn dem so ist, dann sag mir, was ist eigentlich die Tugend? Sokrates spricht also dem Protagoras explizit auf die ontologische Bedeutung der Tugend an, also Tugend in ihrem Sein. Was ist die Tugend? Protagoras erläutert die Tugend in verschiedenen Bestandteilen. Er sieht 5 Teiltugenden, die gesamt die Tugend ausmachen. Er nennt hier Tapferkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Weisheit und Frömmigkeit. Es fällt dabei auf, dass diese 5 Tugenden, die Protagoras nennt, teilidentisch sind mit den sokratischen Tugenden. Doch die sokratischen Tugenden sind nur 4. Die sokratischen Tugenden sind Weisheit, griechisch Sophia, Tapferkeit, griechisch Andrea, Besonnenheit, griechisch Sophrosyne und Gerechtigkeit, griechisch Dikaiosyne. Für Protagoras gehört auch die Frömmigkeit, die Eusebia, dazu. Sokrates fragt nun, sind denn alle diese Tugenden eins? Oder
sind es völlig disparate und voneinander unabhängige Teiltugenden. Kann also ein Mensch zum Beispiel gerecht sein, ohne auch weise zu sein? Kann er wohlberaten sein, ohne auch gerecht zu sein? Wie hängt das zusammen? Ist es beliebig separierbar oder ist es eine gesamte holistische Tugend, die es gibt? Für Protagoras sind alle vier sokratischen Tugenden kommensurabel. Doch dann geschieht ein kleines Umdenken. Er gibt zu, dass es die Tapferkeit in einer gewissen Sonderrolle gibt. Er sagt, es gibt gottlose Menschen, Atheisten, die sehr tapfer sind. Hier entsteht ein Spannungsgegensatz. Sokrates fragt nach, was denn Tapferkeit eigentlich ist. Und hierbei kommt er zu einer weiteren Differenzierung. Er unterscheidet zwischen Tapferkeit und Kühnheit. Kühnheit ist für Sokrates eine unbesonnene und auch unwissende Tätigkeit, ein drauf lospreschen auf einen möglichen, tatsächlichen oder imaginären Feind, ohne über die Folgen informiert zu sein. Während Tapferkeit für Sokrates ein kluges, strategisches Handeln ist, das aus dem Wissen über die Situation entsteht. Der Kühne oder Tollkühne begibt sich in die Gefahr, oft um in der Gefahr umzukommen. Aber der Tapfere geht besonnen und bemessen vor und schützt sich selbst. Gleichwohl ist er tapfer, ist er mutig und steht er seinen Mann in einer Angriffssituation. Indem Sokrates also die Tapferkeit nochmals unterscheidet in eigentliche Tapferkeit und bloße Kühnheit, gibt er zu, dass zwischen Tapferkeit und Kühnheit ein Unterschied im Wissen liegt. Wer mehr weiß, wer weiser ist und wohlberaten, der ist tapfer. Wer wenig weiß und nicht wohlberaten ist, der ist lediglich kühn oder tollkühn. Da man hier aber tatsächlich lernen könnte, da es also eine Lehrbarkeit der Tapferkeit gäbe, kommt Sokrates ins Zweifel. Ist denn vielleicht die Tugend doch lehrbar? Anfangs war Sokrates der Auffassung, Protagoras sei ein bloßer Phrasendrescher, vielleicht sogar ein Betrüger, der irgendwelche Kenntnisse vermitteln möchte, die insbesondere ihn bereichern, aber wahrscheinlich nicht seine zahlenden Kunden. Doch indem Sokrates darüber reflektiert, ob nicht manche der Tugenden wie Tapferkeit tatsächlich lehrbar sind durch Belehrung über die Gesamtumstände, in diesem Fall den Gegner, durch konkretes Wissen, so kommt er in Zweifel, ob nicht doch die Wissensebene, die noetische Ebene, entscheidend ist bei der Ausübung von Tugenden. Der platonische Dialog Protagoras endet tatsächlich in einer sogenannten Aporie. Aporie bedeutet Auswegslosigkeit. Die rhetorische Pattsituation zwischen Sokrates und Protagoras scheint sich umgekehrt zu haben. Anfangs stehen diese beiden Gegner, die zugleich auch Konkurrenten sind, um die Gunst der Athener Jugend und der intellektuellen Szene, feindlich, wenngleich respektvoll gegenüber. Sokrates ist der Auffassung, dass er den Protagoras überführt. Und Protagoras stellt sich tatsächlich durch seine auf das Ansehen abzielende, manipulative Rhetorik in ein schlechtes Licht. Doch er hat einige Argumente über die Lehrbarkeit bestimmter Tugenden, die nicht von der Hand zu weisen sind. Sokrates und Protagoras gehen nicht als Feinde auseinander. Und die beiden Konkurrenzauffassungen von Wahrheit, die diesem Streit um die Lehrbarkeit der Tugend zugrunde liegen, müssen nicht unendlich zerstritten bleiben. Es liegt an jedem heutigen Leser von Platons Protagoras, sich seine eigene Meinung zu bilden über die Lehrbarkeit der Tugend. Ist die Tugend eines oder zerfällt sie in viele Bestandteile? Ist jemand, der einen Anteil der Tugend, eine Teiltugend hat, auch zugleich im Besitz anderer Teiltugenden? Und kann man die Tugenden durch mehr Wissen steigern oder ist das nicht möglich? Diese Fragen sind nach wie vor offen, doch sie wurden selten so kritisch, beleuchtend und auch humorig aufgeworfen wie in Platons Dialog Protagoras.